Das heutige Demo-Video geht über die Zellzahlanalyse. Die Zellzahlanalyse finden wir unter Kuhkopfmanagement, Punkt 4 Gesundheit, Punkt 1 Zellzahlanalyse. Die Zellzahlanalyse basiert auf den Daten der Milchleistungskontrolle. Das heißt, wir müssen regelmäßig die Milchleistungskontrolle einlesen, um die Zellzahlanalyse auf aktuellen Daten zu haben. Die Zellzahlanalyse ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben vorne einmal die Schallnummern, hier einmal alle Daten zur Laktation, das heißt Laktationsnummer, Laktationstage, den Status und im Folgenden die Daten der letzten Aufzeichnung, also Milchleistungsprüfung, einmal Milchkilogramm, Prozent Fett und Prozent Eiweiß. Des Weiteren haben wir die Daten der letzten Kontrollen. Und in der nächsten Spalte haben wir einmal einen Wert, der uns anzeigt, in wie vielen Kontrollen wir über einen bestimmten Wert waren. Das heißt, bei Kühen bedeutet das über 250.000 Zellen. Bei Erstlaktierenden sind es über 150.000 Zellen. Und in der letzten Spalte haben wir den Prozentwert, wie viel Prozent ein einzelnes Tier an der gesamten Zellzahl im Betrieb ausmacht. Kommen wir zu einem Beispiel. Nehmen wir die 282 als Beispiel. Wir sehen hier, in der Kontrolle am 11.09. hatte sie eine Zellzahl von 119. Die 119 ist grün hinterlegt, das bedeutet, dass das Tier geheilt ist von einer vorherigen Mastitis. In der Kontrolle vom 8.10. hatte sie eine Zellzahl von 118. Am 5.11. hatte sie eine Zellzahl von 1841, rot hinterlegt. Rot hinterlegt bedeutet, dass das Tier frisch infiziert ist. Am 15.12. wiederum eine Zellzahl von 117, wieder grün hinterlegt, das bedeutet wieder geheilt. Am 15.01. 332, wieder rot hinterlegt, also wieder neu infiziert von der vorherigen Regeneration. Und am 2.03. eine Zellzahl von 385, lila hinterlegt, das bedeutet schon chronisch infiziert. Chronisch infiziert werden die Tiere nach 2 zu hohen Zellzahlen angezeigt. Um diese Grenzwerte festzulegen, wann für Sie ein Tier infiziert ist oder nicht, das können Sie unter Eigenschaften Zellzahl ändern. Genauso können wir auch in den Eigenschaften einstellen, wie die Aufteilung in der Druckvorschau ist. Das heißt, möchten wir uns in der Druckvorschau nur einen Teil der Herde anzeigen lassen? Hier können wir uns eingeben, wie viele Tiere es sein sollen, oder ob wir uns in der Druckvorschau die gesamte Herde anzeigen lassen. Zudem können wir angeben, wie unsere Zellzahlanalyse sortiert werden soll. In diesem Fall ist es zum Beispiel nach der letzten Milchkontrolle, das heißt die vom 2.3. absteigend sortiert. Wenn wir aufs Dropdown-Menü gehen, können wir uns mit dem Spiel etwas anderes auswählen. Wichtig ist hier, wenn wir was geändert haben, einmal die Einstellung speichern und dann mit OK bestätigen. In der Zellzahlanalyse haben wir auch verschiedene Grafiken. Dazu gehen wir hier unten auf Grafiken und haben hier zum Beispiel einmal ein Kreisdiagramm mit der Zellzahlaufteilung. Wir haben eine Grafik mit den Zellzahlen der letzten 2 Jahre, einen Zellzahlvergleich der letzten 2 MLPs, Zellzahlanalyse, die Milchkontrolle, Zellzahlen im Trend, Neuinfektionen und durchschnittliche Zellzahl der ersten Milchkontrolle nach Kalbung.
zurück zur Liste, haben wir die Funktion der Zusammenfassung. In der Zusammenfassung haben wir noch einmal die Abstufung der einzelnen Zellzahlen, Zellzahlanalyse über eine längere Periode, das heißt über mehrere Milchkontrollen während der Trockenstehzeit. Genau. Sollten Sie noch Fragen zur Zellzahlanalyse haben, können Sie sich gerne jederzeit an unseren Helpdesk wenden.